Hallo zusammen. Ich melde mich hier jetzt gerade aus Siam Reap zurück natürlich. Und zwar sitze ich jetzt hier gerade vor Angkor Wat, vor dem rechten Teich und warte auf den Sonnenuntergang, weil es ist echt richtig schönes Wetter. Es war mega warm, aber es regnet wenigstens nicht. Und da habe ich mir sofort gedacht, spontan, jetzt aber sofort los und mir das hier angucken. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz den Angkor Wat, so den Eingangsbereich, den man auf jeden Fall sieht. Angkor Wat ist ja umgeben von zwei Teichen drumherum und ich bin auf dem rechten, das ist eigentlich so der, wo morgens immer die ganzen Leute sind. Hier gibt es auch extrem viele Stufen, wo man sitzen kann, aber halt auch extrem viel Wasser und ich hoffe, ich werde jetzt nicht noch mehr von Mücken durchstochen hier. Ja, ansonsten wollte ich eigentlich für Freitag, erstmal habe ich heute meinen Aufenthalt in Siam Reap verlängert und zwar nochmal um 5 Nächte. Ich bin jetzt hier bis zum 14. Juni. Weil ich Siam Reap so geil finde, habe ich gedacht, ich bleibe länger. Und dann wollte ich am Freitag, weil da gutes Wetter angesagt war, eigentlich Ziplining machen im Angkor Wat Wald, also im Dschungel. Nur leider ist anscheinend meine Kilozahl zu krass, sodass ich das nicht machen kann. Also mega Nachteil, wenn man fett ist. Ich stehe jetzt hier vor dem richtigen Angkor Wat mit den drei Türen, weil das war natürlich nur das Eingangstor voll. Es ist mega heiß, wenn man hier rumläuft und es ist abends. Also es ist jetzt gleich, ich komme mal um die Uhr, 4:15. Schade ist, hier ist so ein Baugerüst an der Seite dran, aber wenn man halt rechts lang geht, geht das auch. Was noch mehr schade ist, dass das Wasser fast weg ist, weil es halt mega heiß ist und das ist total verdunstet. Aber ich versuche jetzt gleich mal, dass sich das so spiegelt, ob ich das mal hinkriege. Und ja, im Hintergrund seht ihr, das ist eine Bibliothek gewesen. Da kann man sich halt auch draufstellen und super Fotos morgen machen. Weil ich hatte vor, morgen den Sonnenaufgang zu fotografieren vielleicht. Also das heißt so um 4 Uhr morgens hier hinlatschen. Hinfahren und dann hier hinlatschen. Also ja, ich bin mal gespannt. Aber ich habe mir das ja selber ausgesucht. Das soll man ja machen. Mal gucken. So. Ich gehe hier nach nur noch was, also duschen, dann essen und dann war es das für heute. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt schon mal mit 10 neuen Mückenstichen und dann sehen wir uns morgen. Bis dann!